Nun ist offiziell, Schalke 04 verpflichtet den talentierten österreichischen Innenverteidiger Leo Kreimel und der 20-Jährige wird Schalke ab nächster Saison verstärken. Nachdem in den letzten Tagen sehr oft darüber geredet wurde, dass Leo Kreimel seinen Jugendclub Rapid Wien verlassen wird im Sommer und das auch noch ablösefrei und somit auch dann sein Vertrag nicht verlängern wird, war klar, dass er dann in Richtung Deutschland gehen wird und da waren einige Vereine interessiert, wie unter anderem der 1. FC Köln oder die TSG aus Hoffenheim. Schlussendlich hat sich dann aber der FC Schalke 04 durchgesetzt. Mit diesem Deal holt sich Schalke 04 einen sehr, sehr talentierten Verteidiger aus Österreich, einer der talentiertesten momentan, die in der österreichischen Bundesliga auf dem Platz gestanden sind. Auch wenn er in dieser Saison ein sehr großes Problem mit einer Verletzung hatte, mit einem Kreuzbandriss, hat er sich bei Rapid zu den wahrscheinlich interessantesten und talentiertesten Innenverteidigern aus Österreich herangewachsen und ist mittlerweile auch in der U21 ein fester Bestandteil. Und es ist kein Wunder, dass Vereine aus Deutschland Interesse an ihm haben. Leo Kreimel ist 20 Jahre alt, er ist in Horn in Österreich geboren und wie ich schon vorher erwähnt habe, kommt er aus der Rapid-Jugend und hat sich dort dann einfach auch mal einen Stammplatz erarbeitet, einfach weil Rapid auch in letzter Zeit sehr oft die Jugend setzt und deswegen ist es auch einfach für Jugendspieler dort mittlerweile Fuß zu fassen. Und in der aktuellen Saison hat er aufgrund seiner Verletzung nur 11 Spiele gemacht, das heißt, er war jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Platz aufgrund seiner Verletzungsphase und das hat auch schon gereicht für Schalke und auch durch die Spiele, die ihr letzte Saison bekommen habt, um überzeugt zu sein vom 20-jährigen Österreicher. Kreimel zeigt vor allem in seiner Spielweise für sein Alter schon eine extreme Ruhe und hat da in der Rapid-Verteidigung auch vor allem auch international sehr gute Leistungen gezeigt und damit auch die Fans für sich gewonnen beim SK Rapid Wien und wie ich schon vorher erwähnt habe, war es somit kein Wunder, dass dann bald einmal ein Bundesligist oder eine Mannschaft aus der zweiten deutschen Bundesliga rankommen wird, um den talentierten Österreicher zu verpflichten. Und ich denke, dass ein Wechsel zu Schalke 04 auch der richtige Weg ist, denn dort wird er auf jeden Fall die Spielzeit bekommen. Ruben Schröder, der Geschäftsführer Sport bei Schalke 04, ist auch begeistert von diesem Deal und sagt, dass Leo ein großes Talent ist und einer der besten österreichischen Fußballer seines Jahrgangs und es bestätigt sich mal wieder, dass Ruben Schröder hier bei Schalke fantastische Arbeit leistet und auch wieder sehr gute Deals an Land zieht, die vor allem auch finanziell erschwinglich sind für Schalke, die aufgrund ihrer finanziellen Situation momentan nicht so gut dastehen und ein Kreimel ablösefrei zu bekommen aus Österreich ist natürlich ein sehr sinnvoller Deal für die nächste Saison. Kreimel ist auch mehr als überzeugt von Schalke 04 und hofft dann auch nach seiner Rehabilitation gleich bei Schalke Fuß zu fassen und dort auch dann gleich einen Stammplatz sich zu erarbeiten und mit seinem noch relativ jungen Alter und seiner schon großen Erfahrung für so einen jungen Spieler kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Kreimel könnte auf jeden Fall die Zukunft bei Schalke 04 prägen, wenn er dort länger bleibt natürlich und so die Frage, ob Schalke jetzt nächste Saison aufsteigen wird oder diese aufsteigen wird oder nicht, ist auch ziemlich egal, Kreimel wechselt so oder so zu Schalke 04, ob das jetzt in der zweiten Bundesliga ist oder in der Bundesliga und somit wird es für den jungen Österreicher sicherlich auch interessant zu beobachten zu sein, wie Schalke sich noch in der zweiten Bundesliga tut. Faktum ist aber auch, dass Schalke sich trotz der noch unsicheren Situation wegen des Aufstiegs hier schon mal einen sehr interessanten Spieler geholt hat und deswegen hier auch einen sehr sinnvollen Deal eingegangen ist. Was ist nun eure Meinung zu diesem Deal? Mal gerne zu eurer Meinung in die Kommentare schreiben. Habt ihr mal schon was von Leo Kreimel gehört? Und seid ihr überzeugt von diesem Deal? Wie ihr schon erwähnt, gerne zu eurer Meinung in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne Bewertung da lassen, gerne Kanal auch abonnieren, würde mich sehr freuen. Und wir hören uns beim nächsten Video. Bis bald, bleibt sportlich und ciao.